herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich komme ich dazu, wieder zu filmen. Ich freue mich. Nehme mir immer vor, dass ich öfter filme und dann vergehen wieder ein paar Wochen und ich habe wieder nicht gefilmt. Dafür bin ich aber umso aktiver auf Instagram. Aber ja, es gibt ein paar Sachen, die ich gerne festhalten möchte und ich zeige euch als allererstes mal mein Babybäuchlein im 7. Monat. Wahnsinn. Was für eine Murmel ich schon habe. Und ich habe euch ja als Anfangssequenz reingeblendet, wie Robert das neue Kinderbett für Emilia aufgebaut hat. Und hier hinten seht ihr es. Ich zeig es euch jetzt mal im fertigen Zustand. So sieht das aus. Ich werde euch auch gleich noch die Szene einblenden, in der Emilia dann das Bett zum ersten Mal gesehen hat. Das werde ich direkt hier im Anschluss machen. So sieht das jetzt eigentlich fertig aus. Da wollte ich eventuell noch ein Bild von ihr hinhängen, das von ihr Geburtsbild hier, also mit den Geburtsdaten, das E. Genau, das soll vielleicht noch dahin. Und da wollte ich eventuell noch ihre Tonis hinmachen und ihre Toni-Box, das ist am Fußende, dass sie dann gegebenenfalls wieder Interesse dran findet und abends mal Geschichten hört. Oh, das. Ja! Da ist noch ein Stern abgefallen da hinten. Ja, ich wollte hier oben einen Sternenhimmel machen, aber ich habe irgendwie keinen guten Kleber. Hast du? Ja. Ja, die fallen ab, Schatz. Wir müssen die mit etwas anderem dann befestigen. Aber ich hatte die Sätze gemacht. Ja, ich weiß, die fallen aber immer wieder runter, leider. Ziehst du jetzt mal den Rock aus, weil wir gehen gleich. Weil du tanzt ja nicht mehr. Aber ich muss kochen. Ach so. Dafür brauchst du den Rock noch? Ja. Okay. Der Herr des Hauses. Emilia zieht immer, wenn sie tanzen will, einen Rock an oder ein Kleid. Die braucht das irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Das hat sich irgendwie so. Habe ich da was? Nee, ist auf dem Display was. Weiß ich nicht. Irgendwie ist das so ihr Ding. Robert sagt auch, sie sieht aus wie von den armen Spiebel. Ja, wir sind eigentlich alle jetzt schon fertig angezogen. Es ist super Wetter. Wir wollen jetzt eine Runde in die Stadt. Man muss noch ein paar Sachen einkaufen. Und ich habe das beim letzten. Ja. Und ich wollte für dich, ich wollte jetzt gerade den Namen sagen, oh mein Gott. Für deine Schwester noch was bei Zara Home gucken, ob es da was Schönes gibt. Ja, der Name steht hundertprozentig. Jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich ihn euch nicht aus Versehen hier mal verrate. Genau. Ja, so viel dazu. Der Roller muss auch mal mit runter in den Keller, der soll da nicht stehen bleiben. Hier kann man auch noch so Unterschubladen holen. Das haben wir jetzt aber noch sein lassen. Die Kiste passt perfekt. Wenn ich jetzt noch eine zweite mal irgendwann im TK Maxx finden würde, würde ich sogar davon noch eine zweite holen. Und da habe ich noch ihre Girlande aufgehangen, die sie auch am Babybett hatte. Freust du dich schon? Hm, hast du schon was gesehen, du schnelle Maus? Ja. Ja. Was hast du gesehen? Ein Mann. Oh, das ist super schnell. Und? Gefällt dir das? Da liegt ich. Da liegst du. Da darfst du schlafen jetzt. Immer. Ist das cool? Ja. Gefällt dir das? Ja. Oh, das freut mich. Ja, das Babyzimmer kann ich euch auch mal kurz zeigen. Da ist jetzt noch nicht wirklich was Babyhaftes passiert. Hier sind einige Möbel, die wir noch loswerden wollen. Ich habe die jetzt reingestellt in so Basler Flomi-Gruppen. Das Regal kommt, glaube ich, morgen weg. Das Schaukelpferd kommt zu meinen Schwiegereltern, weil wir haben keinen Platz mehr dafür. Und die Schlafcouch, die kommt auch weg, aber leider haben wir noch keinen Interessenten dafür. Aber dafür haben wir einfach leider keinen Platz mehr. Hier sind Emilias Hochstuhl und Lernturm. Den benutzen wir ab und zu noch, wobei sie jetzt langsam zu groß dafür wird. Und sie möchte halt unbedingt auf einem großen Stuhl sitzen. Deswegen werden wir dann da den Babyaufsatz wieder drauf machen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, wie das sein wird, wenn Emilia da weiter drauf sitzt. Und das Baby dann da ist. Ich hätte natürlich gerne einen Babyaufsatz drauf gemacht. Um einen zweiten zu holen, finde ich irgendwie Quatsch. Weil die sind ja auch echt richtig teuer. Aber ja, umso besser, wenn sie den nicht mehr braucht. Kommt der Babyaufsatz drauf. Hier ist das Bettchen. Emilias altes Bett. Das wird dann hier im Zimmer bleiben. Da ist noch unsere Babybjörn. Das wird alles noch frisch gemacht. Emilias Baldachin kommt eventuell hier ins Zimmer. Ach ja, und den alten Sessel, den verkaufen wir auch. Der wird auch wahrscheinlich Montag abgeholt. Genau, das Regal bleibt dann wahrscheinlich. Das ist alles, wie gesagt, das muss alles weg. Das Regal bleibt, aber ich hole da andere Körbe.
Und auch das ist natürlich jetzt hier noch provisorisch alles hingemacht. Das kommt alles weg. Ja, und da oben die ganzen Babysachen, die werden dann nach und nach hier einsortiert. Wir müssen aber noch ein paar Regale holen, um das perfekt zu machen. Und dann zeige ich euch auch auf jeden Fall den Schrank und auch eine finale Roomtour. Genau, das mal so als kleines Update. Nach so ein paar Wochen gibt es ja dann doch einiges zu zeigen. Ja. So, wie sieht's aus bei euch? Ziehst du den Rock aus, Schatzi? Nein, ich kochen. Ja, aber irgendwie kochst du ja gar nicht. Da. Ja, war ja klar. Hast du gefunden, die Packung? Ja. Wo war sie? Im großen Kleiderschrank in einer Kiste. Robert hat seine Verpackung von seiner Uhr gesucht. Und hat die nicht gefunden, weil die, genau, das müssen wir nämlich auch noch machen. Irgendwas stimmt mit der Uhr nicht. Da wollte er mal im Geschäft schauen. Genau. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch saugen, Schatz, ne? Ja. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, wir haben übrigens jetzt einen Staubsaugwischroboter. Der hat da seinen Platz gefunden. Oh, Kaffee nehme ich noch. Das ist der hier von EcoWax. Oh, den können wir auch mal wieder entstauben. Der D-Bot. Der wischt und saugt halt. Und das ist richtig cool. Das können wir alles vom Handy aus steuern. Das hat alles Robert bei sich installiert. Zeige ich euch auf jeden Fall nachher mal, wenn es losgeht. Auf jeden Fall mega, mega praktisch. Weil der wischt dann halt gleich die ganze Bude, während wir einfach draußen sind. Und dann ist das auf jeden Fall erledigt. Wir machen trotzdem einmal im Monat nochmal selber. Weil, ist klar, bei den Ecken kommt er natürlich nicht drum rum. Ja, der macht halt runde Ecken. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm dafür. Es ist einfach perfekt, das ist so eine Entlastung und ich freue mich einfach, dass wir jetzt so ein Ding endlich haben. Ich mache euch auch unten auf jeden Fall einen Link rein, ihr könnt mal gucken. Da verlinke ich euch den, da gibt es auch noch ganz andere. Ja, so. Ich würde sagen, wir packen mal unsere 7 Sachen und gehen mal langsam los. So, Robert führt mich jetzt ein, weil ganz ehrlich, bis jetzt hat er ihn nur bedient. Ich habe keine Ahnung. Das ist der Staubbehälter. Ja. Der wird alles gesammelt. Und hier hast du noch so eine Bürste. Mit sauber machen. Ah, das müssten wir vielleicht mal machen. Genau, und dann haben wir hier das zu wischen. Wir machen auch ab und zu noch diese Kapseln rein. Ist kein Muss, man kann auch nur mit Wasser. Aber irgendwie riecht das dann ein bisschen besser. Und dann steuert er das einfach über sein Handy. Kann ich das denn auch bei mir noch drauf machen? Klar. Ah, okay. Ja, EcoWax, genau, das ist die Firma. Läuft alles über WLAN. Das habe ich immer auf Autoreinigen gemacht, das ist die letzte Reinigung. Und jetzt kann ich einfach hier drauf. Tja, los geht's. So, wir sind jetzt unterwegs und laufen unsere geliebte Strecke im Grünen ab. Emilia liebt es auch, da mal herzulaufen, weil da immer so ein Bach ist, an dem sie dann die Enten sehen kann und so. Jetzt sitzt sie im Wagen, jetzt hat sie keine Lust mehr zu laufen. Ist auch schon ein Stückchen gelaufen. Und ich denke mal, sie wird auch gleich Mittagsschlaf machen und einschlafen. Robert checkt hier 27 Quadratmeter. Robert checkt hier unseren Staubsauger. Man kann das nämlich live mitverfolgen, wie wo der jetzt sich gerade befindet und wo der sauber gemacht hat. Ist eigentlich ziemlich cool. So eine Spielerei noch. Da stehen ja vor allen Dingen Männer total drauf, glaube ich. Ja, so. Ich muss mir auf jeden Fall gleich noch was zu frühstücken holen. Ich habe nur Himbeeren gehabt zum Frühstück und Kaffee. Das war's. Ich brauche auf jeden Fall gleich noch ein Teilchen. Ja, und dann später gehen wir nach Hause. Da werden wir noch zusammen kochen. Wir haben uns wieder mal eine Kochbox bestellt. Und dann gibt es heute zum ersten Mal das erste Fischgericht für uns daraus. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ja, und dann werden wir den Tag noch gemütlich zusammen verbringen. Emilia! Wo bist du? Süß. Hast du die alle schlafen gelegt? Ja. Ich sehe es schon.
Sieht aber auch bequem aus. Okay. Das ist ernsthaft. Hm. Nein, 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 runter vom Bett. Du hast Schuhe an. Musst du von an. So. Komm, der Aufzug wartet. Da bei Papa. Komm. So. Leider hat der Staubsauger heute nicht alles gewischt und gesaugt. Ich habe aber eine Warnung per App bekommen schon. Ja? Achso. Das per App, dass die Bürste blockiert ist. Achso, die Bürste war blockiert. Der hat sich da irgendwo unten mit Kabeln verheddert. Das passiert mal. Haben wir vergessen. Ja. Genau, das war's. Genau, aber sonst hat er eigentlich überwiegend hier vorne im Wohnzimmer und Küche alles gewischt. Nein, der ist nicht kaputt. Und der reicht hier für vorne, ne? Wir machen immer die Zimmer zu und die machen wir dann ein andermal, weil der reicht sonst nicht für alles. Kannst du in deinen Wäschekorb machen, die Socken? In den Wäschekorb. Wo ist dein Wäschekorb? Ich muss schnell weggehen. Ja, geh mal schnell weg. Die findet den irgendwie faszinierend und irgendwie auch angsteinflößend. Jede feiert das nicht wieder. Ja, natürlich wieder. Der letzte Punkt war. Und zack, wieder verheddert. Ja. Und tschüss. Ja, das muss der Robert jetzt mal machen. Oh. So, wir haben ein paar Sachen eingekauft. Ich packe die mal aus und zeige die euch. Ich mach's mal so. Ich habe einmal mir neue frische Pfingstrosen geholt vom Markt. Die kommen nachher in meine Vase. So. Dann hat Robert der Schinken hier angelacht. Den gab es in Kombination mit einer Melone. Dann wollen wir so Melonenschiffchen machen. Einmal Eier, 6 Stück brauchten wir. Dann haben mich diese gebackenen, knusprigen Bohnen angelacht. Die sind irgendwie mit Asia-Style. Mag ich auf jeden Fall sowas gerne abends essen. Dann einer meiner Lieblings-Weichkäsesorten, ist aber pasteurisiert. Caprice de Dieu, mega, mega leckerer Weichkäse. Den esse ich auch einfach so. Ich schneide mir da Stücke von ab und muss das dann so essen. Dann für heute Nachmittag Robert einmal Pflaumenkuchen. Ich habe für Emilia und mich so Joghurt-Himbeerschnitten mitgenommen. Dann gab es einmal eine kleine Packung Toast, einfach weil wir aktuell nichts im Haus haben und noch Brot backen wollen. Dann hat sich Emilia einmal Zwieback gewünscht. Das ist ein mega, mega leckeres Zwieback. Sehr dünn. Ja, hier ist die passende Melone zum Schinken. Das essen wir dann morgen Abend. Und Robert hat sich noch 2 Radler geholt. Das und das. Genau. Und dann war ich noch bei Zara und bei Vero Moda. Aber ich glaube, das zeige ich euch ein andermal. Ich muss nämlich die Sachen noch anprobieren. Ich hatte keinen Bock, mich anzustellen. Aber man kann es ja zurückschicken. Ich habe mir 2, 3 Röcke bestellt. 3 lange, so Midi. Melone! Ja, Melone. Und guck mal, das ist für uns nachher, für uns beide. Kuchen. Ne? Und wir haben auch deinen Zwieback gekauft, Schatz. Zwieback? Ja. Das ist Melone essen. Wollen wir nicht Kirschen essen? Ah ja, Kirschen haben wir auch noch gekauft. Guck. Sollen wir mal Kirschen waschen? So, ich habe jetzt genug Pause gemacht. Emilia und Robert sind schon seit einer guten Dreiviertelstunde nochmal in den Park gegangen. Er hat ihr so Rollerhandschüchchen geholt von Anna und Elsa. Und jetzt sind die nochmal eine Runde im Park, Rollern und Sandkasten spielen. Und ich werde jetzt schon mal alles vorbereiten und schnippeln fürs Abendessen. Es gibt bei uns heute Seehecht auf buntem Gemüsecurry. Bin ich mal richtig gespannt drauf. Das sind jetzt die Zutaten. Seehecht habe ich, glaube ich, auch noch nie gegessen. Also ich bin mal richtig gespannt. Auch ob Emilia das isst an Fisch. Isst sie eigentlich nur Lachs bis jetzt? Oder, also mag sie richtig gerne. Aber auch nur den frisch gebratenen. Also jetzt nicht Räucherlachs oder so. Und Garnelen oder Krabben. So Krebsfleisch, sowas liebt sie auch. Muscheln hat sie auch schon mal probiert. Aber hatte ich jetzt lange nicht. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie dann den Fisch findet. Natürlich hat sie auch Fischstäbchen schon mal gegessen.
Ja, ich werde das jetzt mal alles vorbereiten und schnippeln, dass es dann direkt gleich losgehen kann. Weil das braucht 30 bis 40 Minuten, je nach Personenzahl. Wir haben für 2 Personen, genau. Ja, damit verabschiede ich mich auch. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe auch schon angefangen, diesen Vlog zu schneiden, damit ich den einfach gleich nur noch fertig schneiden kann und für euch noch ganz aktuell heute hochladen kann. Ja, dann freue ich mich auf euer Feedback generell, auf eure Kommentare, werde auch antworten. Und ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr seid dabei, dass ich wieder motivierter bin, öfter zu filmen. Ich finde es selber voll, voll schade, dass ich viele Sachen einfach nicht festhalte und ich bei Emilia gefühlt viel mehr gevloggt habe, als ich schwanger war. Ja, ich versuch's. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.